Susanne Gogl-Walli, letztes Jahr war es bei der WM ein 23. Platz, jetzt ist es ein 18. Platz und Sie sind fast eine Sekunde schneller gelaufen. Was sagen Sie zu den Läufen heute? Ja, also insgesamt muss ich sagen, bin ich recht zufrieden. Es war halt auf Part 2 ein bisschen schwer zum Laufen. Ich habe echt gekämpft, habe probiert aggressiv wegzulaufen. Ich denke, das ist gelungen. Und ja, hinten aus hat mir dann ein bisschen die Energie gefällt für eine schnellere Zeit, aber mit dem 18. Platz bin ich wirklich sehr zufrieden. Das Niveau ist ja deutlich stärker als in den letzten Jahren. Woran kommt das? Woran liegt das, dass auf den 400 Metern derzeit so viele Läuferinnen so stark sind und Sie mittendrin sind? Ja, es stimmt. Es ist momentan eine sehr starke Generation, sage ich mal. Ich denke, das ist in fast jeder Disziplin so, so ein bisschen wellenartige Bewegungen. Aber ja, die Dichte ist sehr hoch und ich freue mich einfach, dass ich mich da, ich würde sagen, durchsetzen kann, aber dass ich da mit dabei bin. Und von dem her ist der 18. Platz für mich selber wirklich sehr viel wert. Was können wir auf dieser Strecke von Ihnen in Zukunft noch erwarten? Ja, ich hoffe, dass die Entwicklung genauso weitergeht. Der Wolfi, mein Trainer, ist echt, kriegt es super hin, dass ich beim Großereignis in Form bin und ich würde mich freuen, wenn ich nächstes Jahr wieder eine Schippe drauflegen kann. Jetzt gibt es aber hier bei dieser WM noch einen zweiten Auftritt über 200 Meter übermorgen. Wie werden jetzt die nächsten Stunden oder der morgige Tag ausschauen, um das noch gut vorzubereiten? Ja, morgen werde ich einen sehr entspannten Tag haben, eine gute Physiotherapie, sehr gut essen und ich versuche einfach möglichst viel Kraft zu tanken, dann kann ich übermorgen wieder Vollgas angreifen. Wir wünschen viel Erfolg.